es, wenn ich den Powersuit übernehme und die Beine dorthin steuere, wo sie montiert werden können. Wäre das nicht einfacher? Hey, keine schlechte Idee. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wird ein guter Einstand für dich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer neuen Folge Borderlands Pre-Sequel. Ich bin dabei, hier ein bisschen zu fighten. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, es geht darum, einen Roboter zu bauen. Kurz mal eben checken, was ich hiervon erweitere. Ja, das ist okay. Genau, meine fluchende, obszöne Knarre ist auch noch dabei. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich die ersetze. Ich werde wieder, wenn ich so Loot-Runden mache, werde ich dann später im Schnitt Cuts einbauen. Also nicht wundern, wenn ihr Jump-Cuts habt. Das ist alles Absicht. Uiuiui, die Knarre geht ab. Nimm das, du Kackbratze, ist auch lustig. Mach mich voll. So. Kurz ein bisschen looten, da hinten ist noch ein Gegner. Ja, du mich auch! Was fehlt? Jetzt haben wir ihn. Oh oh, da kommt was Großes. Okay, haben wir die schon mal weg? Alter! Schöne Granate da hinten, noch eine hinterher. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Macht ganz gut was her, meine fluchende, obszöne Knarre. Alter. Ja. Muss mal was abchecken hier. Okay, machen wir kurz eine Loot-Runde. Keine Gegner mehr hier. Jetzt müssen wir hier irgendwas aktivieren. Ah ja, okay, das sind die Beine für den Roboter. Okay, steck mich ein. Da kommt jetzt Felicity rein. Dieser Körper fühlt sich komisch an. Arme Beine. Ist es so, ein Mensch zu sein? Ja, Felicity. Grauenhaft. Zeig, was du drauf hast. Also, Felicity ist eine KI. Und jetzt ist sie in einem Roboter drin. Beziehungsweise in den Beinen. Die wir nutzen werden für den Roboter. Ja, tritt drauf. Schmutzig. Leider voll. Muss ich nachher noch hier nochmal rum eiern und alles weglooten. Aber wie gesagt, sowas cutte ich raus, weil das ist echt lame. Oh, oh, oh. Mann. Ah, nee, nee, nee. Schnell weg hier. Muss man eine andere Waffe nehmen. Außer Ferne drauf. Oh je, ich werde ganz voll Blut. Was passiert im Gefecht?
Blümchen. Du hast alles aussieht. In Blutlachen verwandelt. Ja, nicht wahr? Alles verloren. Wie Tränen in einer Blutlache. Wie Tränen in einer Blutlache. Sie scheint nicht drauf zu stehen. Auf Rambazamba. Nicht, dass uns das noch irgendwie zum Problem wird mit der. Die greifen sofort an. Reden Menschen eigentlich nie miteinander? Nein, wir Menschen reden nicht miteinander. Wir gehen hin und sagen, ey Alter, komm mal her, hier ist meine Faust. Oder meine Knarre. Das machen Menschen. Okay, es ist nur ein Game. Menschen machen das nicht. Es sind nur Pixel, Felicity. Es sind nur Pixel. Ich hoffe, er hatte keine Familie. Haben wir ganz gut platt gemacht jetzt hier. Fluchende Schrotflinte. Zurück. Perfekt, Felicity. Kammerjäger, kannst du die Steuerung benutzen, um den Torso auf die Beine zu senken? So, ich habe mal kurz eine Blutrunde eingeschoben. Die wird auch wieder rausgecuttet. Das ganze Zeug losgeworden und eingesammelt. Und jetzt geht's los hier. Das wurde nur schrecklich. Echt hart, oder? Die Konstruktion ist endlich abgeschlossen. Nur die Hülle muss noch für einen letzten Test in die Diagnosekammer. Wir können den KI-Kern, Felicity, dort installieren. Weißt du, Jack, ich fand es nicht toll, dieses Gas zu töten. Vielleicht ist das alles ein Fehler. Ich töte auch nicht gern Baby. Nö, machen wir alle nicht gerne. Felicity, wie gesagt, es sind nur Pixel. So, hier mal reingucken. Hier, da hinten sind schon welche. Man wird auch immer beschimpft von der Knarre, wenn man sie wegtut. Das ist, ja. Ich muss hier erstmal die Gegner platt machen, bevor ich irgendwas machen kann. Oh, 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 was ist das denn? Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht. Komm her. Ja, den krieg ich. Nee, den krieg ich nicht. Oh, Munition, alles klar. Ich hab so ein Pech. Ich hätte diesen Typen mit der Knarre easy wegballern können vor mir. Da müssen wir noch mal ran. Boah, der ist echt ein bisschen heavy. Scheiße. Na, komm schon. Komm schon. Nachladen dauert immer noch ein bisschen bei der Knarre. Lol. Am besten hier die Säulen ausnutzen und immer schon in Deckung gehen. Okay, fliehen wir mal in ein anderes Arsenal, beziehungsweise in einen anderen Bereich. Er baut auch seine Schilder immer wieder auf. Boah, wie schnell der einen runterholt. Okay, das ist jetzt ein Dead End. Ja.
was nölst du denn hier rum? Du kriegst jetzt auch nochmal auf die Kiste. Waffe. Ah, die schießt auch mit Explosionsgeschossen. Wie er da einfach dasteht und sich nicht bewegt. Nice. Bleib mal schön so, werde ich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier anfangen können. Wir sollen irgendwas aktivieren, damit sich Schienen drehen. Hier unten. Nee. Müssen wir weiter durch. Nachladen ist immer so ein Ding. Jetzt. Steck mir Munition rein! Okay, der Prototyp scheint auf dem Weg in die Testkammer zu sein. Geh auch dorthin, damit wir unsere KI installieren können. Okidoki, die Uhr deckt. Gehen wir's an. Eine Granate hingeschmissen. Jetzt geht's aber ein bisschen rund hier, so vom Ding her. Jetzt kommt da noch einer. Okay, wir müssen die Schilde aufladen. Um mal kurz zu ziehen. Andere Knarre vielleicht nehmen. Mal sehen. Laden. Oh nein. Ah, Mist, jetzt sterbe ich hier. Ich muss einen killen. Das schaffe ich nicht mehr um die Ecke. Kommt doch rein. Verfolgt mich doch. Okay. Sowas kann passieren. Ach komm, nerv nicht rum hier. Einmal auf den Kopf geballert. Setz mich auch noch in Brand. Verpiss dich dann. So, dann geht's endlich mal weiter hier. Moment, wartet! Ich will nicht, dass mein Speicher bereinigt wird. Ich will nicht zu einem... Können wir nicht einfach eine Kopie von mir in dem Konstruktor installieren? Wie lange würde es dauern, dich zu kopieren? Allerhöchstens ein paar Tage. zu lang. Bis dahin hat Sape dann den Mond schon aufplatzen lassen wie einen Pickel. Tut mir leid, Kleine. Es hilft nichts. Kammerjäger? Los. Scheiße, wenn man du ist. Adieu. Auch nett. Also wir sind ein sehr netter Charakter. Scheiße, wenn man du ist. Leute, ich loot jetzt hier noch ein bisschen rum. Und dann machen wir einen Cut. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.
Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Weitergehen bitte, bitte weitergehen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Bitte weitergehen.